Moinsen und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Skyrim. Ja, wir sind ja letztes Mal hier stehen geblieben und wollten, oder ich wollte, den Vampir Vigar töten. Und danach wollen wir uns dann mal einen Drachen vorknöpfen. Da unten seht ihr es, töte den Drachen in Aufstieg des Alten. Und nicht lang schnacken, weitermachen. Geht der Spruch zwar nicht, aber jetzt. In der letzten Folge habe ich ja gesagt, wir wollten uns diesen einen Dolch da angucken, den uns der Walter gegeben hat. Der Walter. Das habe ich voll vergessen. Klinge von Falkenring habe ich gekriegt dafür, dass ich jetzt Tane bin. Da, Walters Glücksdolch. 25% Erfolg für einen kritischen Treffer. Wow. Nice. Auf jeden Fall schon mal besser als ein normaler Dolch. Das muss man ja schon mal so dazu sagen. Schneebären. Mehr Schneebären. Hier sind noch mehr Schneebären. So. Wo warten denn mal die ersten Gegner? Blutschanze entdeckt. Ich muss rein. Aber ich bin mir doch eigentlich fast sicher, dass hier draußen auch irgendwelche Leute rumlatschen, oder? Kann doch nicht sein, dass das hier so unbewacht ist. Obwohl Vampire sich wahrscheinlich relativ sicher fühlen und zurzeit gar nicht raus können, weil es ist ja Tag. Ja, ja. Mit einem Fallschaden. Was denn im Male? Ach, das ist ein Fuchs. Was greift mich denn da jetzt an? Tollkirsche. Okay, wir wagen es jetzt. Hier ist schon Blut. Schanze. Passt ja. Wen habe ich denn da jetzt schon atmen gehört? Was ist das? Blutiger Totenschädel oder what? Sie sagte, ich würde es vergessen. Und normalerweise tue ich das auch. Aber manchmal erinnere ich mich wieder an ihre Gesichter, an ihr Flehen. Gargoyles. Hallo. Ich lauf doch mal dahin und guck mal nach ihr. Oh, du hältst ein bisschen mehr aus als deine Kumpanen. Warum auch immer der eine Fall jetzt da hängen geblieben ist, ich habe keine Ahnung. So. Oh, habe ich mich erschrocken. Gargoyle. Wieder. Gehört die Quest? Die Quest muss ja zum Add-on gehören. Weil Gargoyles kam, glaube ich, erst mit dem Add-on dazu. Du Arsch, komm. Bleibst gerne da, so bleib wie du bist. Yay, Festland öffnen. Tatsache, ey. Mir kommt dieses Verlies auch ein bisschen bekannt vor. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass dieses Verlies genauso in einer der Hauptquests von dem Add-on drin vorkommt. Zumindest dieser eine Raum da, der kam mir so unglaublich bekannt vor. Vampirrüstung. Kann ja gar nichts. Also im wahrsten Sinne des Wortes kann überhaupt nichts. Nämlich keinen Effekt. Okay, Todesglocken. Todesglocken. Das ist schön. Hier alles so viel. Du sitzt da so, weil ich dir auch den Pfeil wieder rausgezogen habe, als ob du einfach dich am Ausruhen bist. Gefällt mir. Fällt auch nicht direkt auf, dass du tot bist.
ja gar nicht. Du bist ja nur am Schlafen. Da war ja was. Stimmt. Okay. Wo kommen wir jetzt hin? Okay. Dich werde ich mal gleich hin. Nein, ist keiner da. Ist gar keiner da. Warum ich keine dachte, Animation? Die völlig tot ist, aber jetzt endlich. Okay. Den einen habe ich komischerweise. Der ist voll nach links gestürzt. Der eine Fall. Warum auch immer. Ich meine, ist jetzt halb so wild, ne? Aber schon. Oh, schon wieder. So ein bisschen merkwürdig war das schon. Der hat auch zwei Pfeile ausgehalten. Das tun die normalerweise nie. So, ein Pfeil, den habe ich gesehen, der ist hier rausgeflogen und muss hier liegen, sage ich doch. Diadem mit Saphir. Natürlich nehme ich mit. Das ist schön was wert. Oh. Da liegt ein toter Khajiit drin. Eine Todesglockenblume. Aber dann nehmen wir mehr Geld dabei. Aber schade. Wäre das rassistisch, wenn ich sage, sonst haben Khajiit doch immer so viel Geld dabei? Ja, meine Fresse, ey. Ich erschreck mich dabei aber auch. Ja, ja. Sabbel mich nicht voll. Geh einfach drauf. Das ist aber auch meine Kopfhörer, ne? Mein Mikro hört sich zwar jetzt irgendwie, aus welchem Grund auch immer, obwohl ich mein Mikrofon eigentlich ganz gut eingestellt habe, hört sich schon wieder scheiße an. Ich weiß nur nicht, woran genau das jetzt liegt. Ich muss da nochmal genauer nachschauen. Wo war ich? Achso, dafür sind die Kopfhörer mit diesem Headset, was ich habe, umso besser. Ich weiß, Headset. Headset die Sprachaufnahme machen, ist vielleicht nicht ganz so schlau, aber ich habe nun mal leider momentan noch nichts anderes. Deswegen bleibt mir momentan auch nichts anderes übrig, als das zu tun und versuchen das Beste rauszumachen. Okay, gehen wir hier durch. Können wir nur gleich noch ein bisschen Schlossknack trainieren. Schlossknack verbessert. Zwischenfall in Nekro. Illusion verbessert auf 16. Sehr gut. Geldbeutel nehmen, Rolle der Raserei und Schneesturm. Oh, Eisblech des Frosts nehmen wir mit. So, Spinneneier nehmen wir mit. Ruhe. Verstehe das? Verstehe die Frage nicht. Okay. Ich glaube, jetzt werde ich mal von draußen hier entlang. Was hat sie denn jetzt zum Leben erweckt? Yeah. Ah. Oh. Blutiger. Ah, das kann ich mitnehmen, das hat nämlich einen Effekt. So. Oh, jetzt ist er halbnackig. Naja, soll ich mich nicht weiter stören. Das machen wir jetzt auch noch auf. Einfach.
um die Erfahrung dafür zu bekommen. Perfekt. Großer Seelenstein, Lederstreifen. Hiervon brauchen wir sonst nichts. Geldbeutel. Rollen. Ist das herrlich. Oh, der ist leer. Aschehaufen. Doch mal gucken, ob wir dich nicht mit einem Beschworenen. Würde ich hier nicht angegriffen. Das ist aber schade. Na gut, dann nehmen wir halt mal Funken. Damit nicht? Kann ich den wenigstens von hier aus anbrüllen? Puff! Nö. Kann ich den von hier aus anschießen? Nein, auch das nicht. Ich muss erst aufschließen. Ja, jawohl. Lass mal gut sein. Ich will ja nicht, dass du noch irgendwie hier aufwächst, ne? Hier fast übersehen. Hier. Oh, Gegner. Den hätte ich auch fast übersehen. Aber auch nur fast. Okay, jetzt weiß ich auch wieder, ich kann mich wirklich an die Quest hier erinnern. Durchsuchen Vampir. Das ist ja super. Der Vampir liegt irgendwo da unten. Ich kann mich an die Quest wieder erinnern, das ist doch, es ist zwar hier eine Quest, die erst durch das Add-on kommt, aber hat nichts damit zu tun, mit irgendeinem Verlies der Hauptquest dieses Add-ons. Das hier ist nämlich separat, weil ich jetzt gleich weiß, wo es endet hier. Es kommt nämlich ein großer Raum mit einer Empore oben, mit einer Etage, und links sind, glaube ich, Wölfe eingesperrt. Siehst du? Das meinte ich. Dieser Dummkopf wird gleich seinen großen Auftritt haben. Ja? Gesehen bisher. Wiega. Du Lusche. Perfekt. Es war jetzt halt wirklich echt nicht schwer, ne? Vampir, auch die liegen beide aufeinander, das ist schön. Das macht ihr gut. Wiega. Hat er nichts Tolles dabei, der Wiega. Ja, der Wiega war auch schon bei der Tod, das sieht man in seinem Gesicht. Die sieht etwas alt aus. Okay. Die Kette. Was gibt's hier oben denn Feines? Aber hier nochmal über die Leute so wachen. Muss ich das mal angucken hier so. Sieht schon gut aus. Gut. Was passiert hier? Ach, dann geht das auch so auf.
was? Nein. Okay. Aber hier gibt's was. Selber ja ziemlich. Auch wenn das echt nicht spannend ist, ne? Aber ich. Bei sowas nehme ich halt immer ganz gerne mit. So, perfekt. Da ist die Truhe. Ich wollte gerade schon sagen, wo bleibt die Truhe? Elfenbogen. Elfenbogen ist besser als Zwergenbogen. Oder Waffen. Elfenbogen 39 Schaden. Zwergenbogen 36 Schaden. Ablegen. Favorit und ausrüsten. Haha. Sieht doch viel filigraner aus. Zumindest ein bisschen. Holztür. Öffnen! So, habe ich. Könnt mir danken. So, und wieder rausziehen. Jetzt geht's weiter. Denn gucken wir uns unsere Quests an. Und werden jetzt hier nämlich Töte den Drachen erledigen. Hallo Fuchs. So, eine Viertelstunde habe ich jetzt für das Police gebraucht. Ich meine, hier war es ja echt nicht, ne? Ich lasse mir halt in den Dingern echt gerne mal Zeit. Aber ich hoffe, das stört euch nicht. Ja, töte den Drachen. So. Das ist doch der Drache, oder? Den ich töten soll. Irgendwie schon, oder nicht? Das muss doch der Drache gewesen sein. Ja. Dass Stefan hier das Bild gibt. So. Doch, kann ich bald schon wieder mein Inventar ausräumen, weil ist ja bald schon wieder voll, ne? Los, gib mir deine Seele, Drache. Wo zeigt es mir denn hier an, wo ich hin muss?
verstehe es nämlich gar nicht so ganz. Oben. Hier wird mir angezeigt, ich muss hier rein. Noch ein Frostpassage. Warum? Was gibt's hier? Guck mir das jetzt hier gerade mal an. Oh, da ist schon ein Eistroll, ey. Komm mal ein Stück. Ja, ja, komm! Stirb halt da unten. Oh ja. Bessert auf 70. Hört sich gut an. Leute, ihr werdet es kaum glauben, aber ich werde jetzt Magicka trainieren, weil wenn ich irgendwann auf Magicka gehe, brauche ich da ja auch ein bisschen was. Aber Schleichen habe ich auf 70. Achso, Schleichen. Schießkunst drauf. Kann ich noch nichts weiter machen? Oder? Nein. Ah, schade. Okay. Aber beim Schleichen gibt es doch eine Fertigkeit. Du unterbrichst den Kampf für einen Augenblick. Nein. Gehen oder rennen? Nein. Schleichangriffe mit Dolchen verursachen das 15-fache normalen Schaden. Schleichangriffe mit Bögen verursachen jetzt dreifachen Schaden. Heimtücke. Schleichangriffe mit Einhandwaffen, ja. Und Blattschuss. Sehr geil. Sehr geil. Jetzt dürfte ich eigentlich, wenn ich nicht gesehen werde, richtig viel Schaden mit dem Bogen machen. Aber warum sollte ich jetzt immer noch hier runter? Oder hier rein, besser gesagt. Was gibt es hier oben? Hier unten. Skelett. Ja, Gold, ne? Ich meine, wir haben ja Zeit. Wir machen ja hier jetzt hier kein Race oder so, wo wir unbedingt innerhalb von 10 Minuten das und das und das und das gemacht haben müssen. Wir haben ohne Ende Zeit. Ich kenne keine Begrenzung, dass ein YouTube-Kanal nicht unendlich Videos hochladen darf. Von daher brauchen wir uns hier keine Gedanken machen. Der Bandit sieht auch etwas tot aus. Ist er auch? Oh, wann ist er? Oh, aber nichts so Gescheites dabei, sag ich jetzt mal. Hier liegt aber noch ein Buch. Ja, schwere Rüstung verbessert auf 19. Sehr gut. Geldbeutel. Was ist denn hier? Wo kam denn jetzt der Eisgeist her? Das war ganz gemerkt. Naja, im Endeffekt ist es mir scheißegal, aber wo kam er her? Jetzt gehe ich wieder nach Himmelsrand. Ist auch egal. Zurück nach Falkenring. Ich will jetzt nochmal was gucken. Ich habe ja jetzt mal mit dem gesprochen, mit dem Lot. Wegen diesem komischen Köter. Hundi! Ihr seid genau, wonach ich gesucht habe. Gerade etwas gesagt? In Himmelsrand leben jetzt riesige fliegende Echsen und zweibeinige Katzenmenschen. Und über mich wundert ihr euch? Okay. Ja, ich habe gerade gesprochen und das werde ich auch weiterhin tun. Wisst ihr, mein Name ist Barbas und ich habe ein Problem, bei dem ihr mir vermutlich helfen könnt. Okay. Wobei sollte ein Hund Hilfe benötigen? Mein Meister und ich hatten sozusagen ein Zerwürfnis. Wir sind in Streit geraten und die Dinge wurden etwas hitzig. Er
Er hat mich rausgeworfen, bis ich jemanden finde, der unsere Meinungsverschiedenheit beilegen kann. Und hier kommt ihr ins Spiel. Ja. Ihr seid also ein kleines verwirrtes Schoßhündchen. Sehr witzig. Mein Meister ist Clavicus Vile, Daedra Fürst der Wünsche. Wie ihr euch vorstellen könnt, ist er eine sehr wichtige Persönlichkeit. Hört sich einfach an. Machen wir uns einfach auf die Suche. Danke. Nachdem er mich verbannt hat, ist Vile ziemlich schwach. Er kann sich nicht sehr weit von seinen Schreinen entfernt manifestieren. Ich weiß, es gibt einen Kult, der ihn bei Hemas Schande verehrt. Dort können wir sicher mit ihm reden. Okay. Wenn das gelingt, sorge ich dafür, dass ihr belohnt werdet. Traut nur keinem Angebot, das er euch macht. In Ordnung? In Ordnung. Okay. Ja, dir folge ich aber jetzt nicht. Ich habe Besseres gerade mal zu tun. Reise mit oder folgt ihr mir jetzt? Natürlich. Erstmal hier rein zu den Geier. Was ist den Geier? Ja. Sagt Bescheid, wenn ihr noch etwas braucht. Ich glaube, ich habe hier irgendwo noch ein. Ich war einmal Jarl. Wie geil ist aber meine Familie dankt euch. Nehmt dies als Zeichen unserer Dankbarkeit. Alles klar. Tschüss. Passt auf, was ihr sagt. Das Kaiserreich hat in der ganzen Stadt. Der Typ ist einfach so ein bisschen, glaube ich. Gebt Acht. Meine Magd ist klar. Das ist so ein bisschen Ballaballa. Ich glaube, der ist paranoid. Paranoid, das war das Wort, das mir gefehlt. Okay, hier hoch müssen wir. Hey, ich weck dich jetzt. Ich bin der Vogt dieses Ortes. Ich diene unter Jarl Sittgeier. Ich hab den Davor habe ich unter Jarl. Ausgezeichnet, ihr habt uns einen großen Dienst erwiesen. Hier ist eure Belohnung. Bam, 500 Gold. Nice. Möge die Weiß. Okay. Auf ich eurem Vater. Was mache ich denn? So. Ich möchte hier das eigentlich ganz gerne erstmal abarbeiten, ja? Wir fangen einfach mal unten an. Das machen wir später auf jeden Fall. Schließe ich dich im Aufstand der Sturmmäntel an. Ich mache jetzt erstmal bringe Feendals Brief zu Camilla. Und das machen wir noch in dieser Aufnahmesession. Und gucken mal, was passieren wird. So, wo müssen wir dafür hin? Elwelkarte. Wo müssen wir dafür hin? Da. Also, wir haben die Option, erzähle Sven von Feendals Brief. Und bringe Feendals Brief zu Camilla. Der Feendal hat Scheiße in diesen Brief reingeschrieben. Also hat Mist erzählt, ja? Das weiß ich noch. Was bist du für ein Kind? Dorte! Wer bist du? Sven? Feendal glaubt, er kann mir Camilla Valerius abspenstig machen. Aber sie ist bereits mein, wie ich ihm immer wieder erklärt habe. Ja gut, dann erzähle ich dir davon. Ihr seht aus, als wärt ihr auf Reisen. Wenn du sowieso jemand, schon mit der ferne Orte gesehen und neue Geschichten gehört hat. Feendal wollte, dass ich Camilla diesen Brief überbringe und sage, er sei von euch. Was denn? Der Elf versucht sich am Betrug? Wie schockierend. Als würde ich so ein hohles Geschwätz schreiben. Wie wäre es, wenn wir den Spieß für Feendal umdrehen? Hier. Ich musste einfache Wörter verwenden, aber dieser Brief dürfte Camilla davon überzeugen, dass er von ihm ist. Okay, den bringen wir mal zu Camilla. Ist sie offen? Jawohl, Handelskonto, Flusswald. Nun, einer von uns muss etwas tun. Camilla, vielleicht könntet ihr meinen dickköpfigen Bruder zur Vernunft bringen. Ich habe einen Brief von Feendal. Von Feendal? Das ist ja merkwürdig. Er hat mir noch nie geschrieben. Was schreibt er da? Das also hält er in Wahrheit von mir? Nun, ihr könnt diesem langohrigen Esel sagen, dass er nicht mehr in den Laden zu kommen braucht. Er ist hier nicht mehr willkommen. Alles klar. Sprich mit Sven. Machen wir doch. Hallo. Ich weiß nicht, was ihr gehört habt, aber das Flusswald-Handelskontor hat noch geöffnet.
Ihr könnt gerne hier einkaufen. Ist das der Bruder von dir? Ihr seid ein strammer junger Mann. Das Flusswald Handelskontor hat alle... Ich glaube, ich habe noch ein paar alte Zauberbücher herumliegen. Ja. Wenn ihr noch mehr wollt, müsst ihr in die Akademie von Winterfeste gehen. Scheiße. Ich dachte vielleicht, dass ich hier einen beschworenen Verdammte Bogen bekomme. Diebe. Aber leider nein. Okay. Auf zu Sven. Bis das hier aufmacht. Vielleicht ist er jetzt auch gar nicht mehr hier drinne. Oh, jetzt ist er wieder woanders. Jetzt ist er wieder im Pub einsaufen gegangen. Kann ich mit dir sprechen? Was gafft ihr so? Entschuldigung. Schlafender Riese. Dies Hallo. Ist eine Ode. Feendal glaubt, er kann mir Camilla Valerius abspenstig machen. Aber sie ist bereits mein, wie ich ihm immer wieder erklärt habe. Ich glaube nicht, dass Camilla weiterhin ihre Zeit mit Feendal verbringen wird. Das wollte ich hören. Gut gemacht. Ich finde, ihr habt etwas Gold von meinen Trinkgeldern in der Taverne verdient. Gut, das war jetzt nicht so viel. Egal. Wo habt ihr gelernt, so schön zu spielen? An der Bardenakademie in Einsamkeit. Dort werden Barden und Skalden wie ich ausgebildet. Okay. Wenn ihr dorthin geht, fragt nach Viarmo. Er ist der Direktor. Alles klar, erkundet die Bardenakademie. Bis zum nächsten Mal. Und damit möchte ich mich jetzt von euch verabschieden. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.